Guten Abend. Die Früchte der Natur genießen, dankbar sein für alles, was sie uns schenkt. Genau darum geht's beim Erntedankfest. Wie immer, am ersten Sonntag im Oktober bedanken sich die Bauern für die Ernte und da haben wir natürlich auch wir was von. Vielleicht waren sie vielleicht auch bei einem der Gottesdienste oder eben bei einem der Erntedankfeste im Land. Bei sonnigem und goldenen Herbstwetter wurde auch in Winningen bei Aschersleben gefeiert. Bei den Äpfeln, da ist die Bilanz durchwachsen in diesem Jahr. Mancherorts, da geht man von nur 50% einer normalen Ernte aus. Dafür soll aber die Qualität sehr, sehr gut sein. Nicht nur die Äpfel standen heute in Hundesburg im Mittelpunkt. Bei den traditionellen Obsttagen lockte da der Herbstmarkt auf dem Schlosshof zum Bummeln, Schauen oder vielleicht auch mal zum Kaufen. Der Landkreis Harz hat heute 6 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. 2 davon aus der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber ZAST in Halberstadt. Die anderen Fälle, die wurden aus Wernigerode, Halberstadt und Ballenstedt gemeldet. Eine Sache, mehrere Perspektiven. Das ist auch beim europäischen Naturschutzprogramm Natura 2000 nicht anders. Die einen halten das für komplett überzogen, andere wiederum, die begrüßen es. Zum Beispiel an der Bode. Dort berufen sich die Angler in der IG Bodelachs genau auf die Natura 2000-Richtlinie, die eben Natur- und Lebensräume erhalten will. Auf der Gegenseite will ein Investor aus Baden-Württemberg bei Gröningen ein Wasserkraftwerk errichten. Na klar, damit ist Streit vorprogrammiert. Dankeschön. Und dass ich das nochmal verkünden darf, schön. Magdeburg bekommt einen, Achtung, 3. ICE-Anschluss. Ab Dezember wird der Intercity von Magdeburg nach Leipzig, Abfahrt gegen 6 Uhr morgens, auf einen ICE umgestellt. Tja, und das können wir Ihnen schon mal vermelden. Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Hier geht's weiter mit den Kollegen von MDR Aktuell. Tschüss.